Herzlich willkommen zum Adventskalender von Pharmalogisch. Heute geht es um die Frage, warum kommt es denn unter der Einnahme von Wirkstoffen wie zum Beispiel Ibuprofen häufig zu Magenschmerzen? Ja, Ibuprofen gehört wie Diclofenac oder ASS oder Naproxen zu den sogenannten NSAR. Das ist die Abkürzung für nicht-steroidale Antirheumatika. Und den Wirkmechanismus dieser Wirkstoffgruppe habe ich euch in einem vorherigen Video schon mal erklärt. Da haben wir darüber gesprochen, warum man ASS bei Asthma nicht einsetzen sollte. Schauen wir uns dieses Bildchen nochmal an, das den Wirkmechanismus verdeutlicht. Wenn im Körper eine Entzündung vorliegt oder irgendwo ein Gewebe verletzt wurde, dann wird Arachidonsäure freigesetzt. Und diese Arachidonsäure kann auf zwei verschiedene Arten abgebaut werden. Und die eine Möglichkeit ist, dass sie zu Prostaglandinen, Prostazyklinen oder auch Thromboxan abgebaut wird. Für diesen Abbauweg braucht es das Enzym Cyclooxygenase, das mit COX abgekürzt wird. Und die NSAR hemmen genau dieses Enzym. Das heißt, in Folge habe ich weniger Prostaglandine, weniger Prostazykline und weniger Thromboxan. Uns interessiert jetzt einfach nur mal das Prostaglandin oder die Prostaglandine. Das ist eine Stoffgruppe. Die Prostaglandine haben nicht nur böse Effekte bei Schmerzen und bei Entzündung, die haben auch sehr sinnvolle Wirkungen. Die sind nämlich magenschützend. Also die fördern zum Beispiel die Schleimsekretion auf der Magenschleimhaut. Die sorgen dafür, dass nicht so viel Salzsäure ins Mageninnere abgegeben wird. Und sie machen noch verschiedene andere Dinge. In Summe schützen sie den Magen. Naja, und wenn ich jetzt mit Wirkstoffen die COX hemme, habe ich weniger Prostaglandine und der Magen ist plötzlich nicht mehr gut geschützt. Und dazu kommt noch, dass diese NSAR saure Wirkstoffe sind, also wirklich im chemischen Sinn sauer. Das heißt, wenn ich die in Wasser löse und ein pH-Papier reinhalte, dann wird das rot. Und die können auch direkt die Schleimhaut im Magen durchdringen und da in der Schleimhaut Schäden anrichten und auch dadurch nochmal Magenschmerzen verursachen. Ja, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis, dass diese Wirkstoffe Ibuprofen, Diclofenac oder ASS Magenprobleme verursachen können? Bei kurzfristiger Einnahme hilft es, viel dazu zu trinken und die Wirkstoffe am besten nach dem Essen einzunehmen. In den meisten Fällen sind sie dann schon mal besser verträglich. Eine weitere Möglichkeit ist, die Wirkstoffe magensaftresistent zu verpacken. Dann werden sie durch den Magen hindurch in den Darm transportiert und können schon mal keine lokalen Effekte an der Magenschleimhaut haben. Der Effekt mit dem Prostaglandin wird trotzdem auftreten, weil das ist eine systemische Sache. Das passiert also auch, wenn der Wirkstoff erst aus dem Darm aufgenommen wird. Das heißt, da muss ich einfach möglichst versuchen, den Wirkstoff nicht über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Oder wenn das einfach vom Arzt, also von der Krankheit her angezeigt ist, mit dem Arzt besprechen, ist vielleicht ein anderer Wirkstoff möglich. Oder kann es helfen, dass ich Protonenpumpenhemmer zusätzlich einnehme, um diese Nebenwirkung abzumildern? Also bei längerer Einnahme, die ärztlich angezeigt und sinnvoll ist, muss man auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen, wie kann ich diese Nebenwirkungen vermeiden, wie kann ich es verbessern. Und in der Selbstmedikation macht es halt einfach Sinn, dass wir Apotheker immer sagen, dass man das bitte nicht dauerhaft, sondern nur punktuell kurzfristig einnehmen soll. Ich wünsche noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder.